Krota hat also tatsächlich einen Vater. Sein Name ist Oryx und er ist den ganzen Weg gekommen, um dich zu töten. Das werden wir nicht zulassen. Oryx kontrolliert die Besessenen vom Grabschiff bei Saturn aus. Doch ohne Tarnantrieb kommen wir da nicht drauf. Zum Glück habe ich einen in einem alten Kolonieschiff versteckt, bevor ich von der Vorhut eingezogen wurde. Woher weißt du, dass es noch da ist? Du drückst besser die Daumen, dass er noch dort ist. Ohne wirst du das Grabschiff nicht überleben. Hey, wir haben hier unten ein echtes Problem. Lass mich raten. Vier Arme, tragen Umhänge und riechen richtig fies. Keine Gefallenen. Die Besessenen. Dacht uns bliebe mehr Zeit. Besessene überall. Und sie bekämpfen die Gefallenen. Die Erde wird aussehen wie Phobos, solltest du den Tarnantrieb nicht finden. Thank you.
Okay, du wirst eine Tresortür sehen. Es gibt einen Trick, da durchzukommen. Sag mir Bescheid, wenn du dort bist. Die Tür wurde bereits geöffnet, Kate. Wir sind drin. Und die Fluxgranaten sind nicht explodiert? Ich muss aus diesem Turm heraus. Wie hoch stehen unsere Chancen, dass der Aufzug noch funktioniert? Wir sind auf dem Weg nach oben. Kate, wann war das letzte Mal, dass du diesen Aufzug genommen hast? Entspann dich. Funktioniert einwandfrei. Aber Geist, bleib in der Nähe. Nur für den Fall. Aus dieser Höhe kann ich die Energiesignaturen der Besessenen im ganzen Kosmodrom aufnehmen. Weißt du, ich war hier, um nach dir zu suchen, als die ersten gefallenen Crews durchkamen. Es fing mit einem Skiff an und ein paar Monate später gehörte ihnen das Kosmodrom. Die Besessenen schafften das in wenigen Stunden. Wie finden wir deinen Tarnantrieb? Eine Brücke verbindet den Turm mit dem Schiff. Konnte ich erst nach Tagen zum Laufen bringen. Ist nicht stabil, also pass auf! Kate, jemand hat die Kommandobrücke bewegt und die Steuerung zerstört. Ja, da sind die Gefallenen. Versuchen wahrscheinlich, sich die Besessenen vom Leib zu halten. Finde einen Weg, den Strom umzuleiten. In den Oberleitungen gibt es immer noch aktive Übertragung. Wenn du die Quelle findest, kann ich den Schaltkreis reparieren. Wir warten immer noch auf Details deines Plans, Kate. Ja, oh, gib mir eine Sekunde, Hüter. Okay, sind wieder am Start. Hey, die Brücke bewegt sich schon. Geh im Kolonieschiff nach oben, wo mein Versteck ist. Und pass auf der Brücke auf. Hast du einen Vorschlag, welchen Weg wir nehmen sollen? Ja, hoch.